Mein Name ist Lukas van der Kolk, ich bin 27 Jahre alt und Judoka der deutschen Nationalmannschaft in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo. Kann ich wieder Bundesliga kämpfen? Schaffe ich mehr Klimmzüge als ein Powerlifter? Und wer ist eigentlich dieser zukünftige Football-Topstar Felix Döge? Das und mehr erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im neuen Video. Es ist Dienstag. Ich bin, wie letzte Woche schon angekündigt, ist ja das die theoretische Fight Week. Am Wochenende wäre Bundesliga gegen Leipzig. Wenn ihr es nicht wisst, ich bin bei Abensberg. Auf jeden Fall die beste Mannschaft Deutschlands. Aber dieses Jahr geht es uns echt sehr nass rein. Wir haben richtig krasse Verletzungsprobleme und die anderen sind auch einfach sehr, 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 sehr stark geworden. Haben auch zum Teil sehr, 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 sehr viel Geld. Gegen Leipzig ist es sehr wichtig, um ins Finale zu kommen. Und deswegen bin ich natürlich dazu verleitet, auch zu kämpfen. Jetzt ist die Frage natürlich, ob das schlau ist oder nicht. Letzte Woche im Video habe ich gesagt, ich fühle mich bereit. Jetzt muss ich halt überlegen. Das nächste Turnier, Einzelturnier, was ja wirklich für mich erst wichtig ist, ist in 8 Wochen. Das heißt, bis dahin hätte ich noch mal richtig viel Zeit, mein Knie auch wirklich fit zu machen, und deswegen ist es vielleicht jetzt schon ein bisschen überhastet, schon wieder ins Wettkampfgeschehen einzusteigen. So ein Wettkampf ist ja schon nochmal eine andere Belastung, eine andere Intensität als Training. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht schlau zu kämpfen. Ich werde jetzt die Woche auf jeden Fall hart trainieren. Ich soll Gewicht machen für Samstag. In der Bundesliga ist aber anstatt 81 Kilo 82, das heißt, es müsste eigentlich relativ leicht gehen. Ich habe jetzt, glaube ich, 84, das heißt, da reicht es, wenn ich am Freitag einfach mich irgendwie ein Dreiviertelstündchen aufs Fahrrad setze oder so. Also ganz entspannt. Ich werde die Woche hart trainieren und da auf jeden Fall nicht zurückziehen für die Bundesliga, weil es ist einfach nicht wichtig genug. Und ja, wir werden sehen, ob ich kämpfe. Ich gehe nicht davon aus aktuell, weil, ja, wie gesagt, es ist einfach überstürzt. Hab gestern auch mit Basti Keindl geredet, er meinte so, es wäre Quatsch, und er ist da auch ein guter Berater von mir, der immer eine sehr neutrale und sehr objektive Einsicht hat, deswegen vertraue ich seiner Meinung da eigentlich sehr viel an. Naja, wir werden sehen, wie die Woche läuft, wie mein Knie mitmacht. Ich fühle mich nicht so richtig fit, ich weiß nicht, woran es liegt, ich schlafe scheiße die letzten Tage, irgendwie erhole ich mich nicht so richtig gut, aber... Naja, was soll's? Kommt auch mal vor. Okay, Abfahrt ins Training. Heute steht Beine auf dem Programm. Beine und dann direkt umziehen und ins Judo-Training. Heute beim Krafttraining beim Keindl haben wir einen speziellen Gast, nämlich die Michelle. Sie ist eigentlich Coach in Amerika an einem College. Und sie ist gerade ein paar Wochen in München und sie hat früher Judo gemacht. Ich freue mich richtig drauf, mit ihr zu trainieren. Das wollten wir schon ewig machen und jetzt ist es endlich mal soweit. Mal schauen, was sie so drauf hat, ob sie ein echtes Keindl-Trainingsprogramm überhaupt durchhält. Schauen wir mal, ich freue mich. Okay, Freunde, da bin ich wieder. Es ist jetzt Mittwochmittag. Heute Morgen bin ich aufgewacht mit dem Muskelkater des Grauens. Also wirklich gestern das Beinprogramm beim Basti war... Boah, Alter. Was ich gefilmt habe, war die Klimmzug-Challenge, die ich mit dem Schweder gemacht habe. Es ist zurzeit so, jeden Tag kommt der Schweder ins Training. Ich bin schon voll am Pumpen und er kommt rein und er meint, okay, heute neue Challenge. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit er hat, aber er überlegt sich auf jeden Fall jede Woche eine neue Challenge. Und ja, ich kann natürlich nicht ablehnen. Eigentlich sind die Challenges immer derbe unfair, weil er sagt, also letztens war, er muss doppelt so viele Klimmzüge wie ich machen. Und ich habe die dann gewonnen, aber ich hatte halt trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 15 Klimmzüge und er hatte halt 28. Also habe ich die Wette gewonnen, aber ich bin natürlich trotzdem viel schlechter. Aber ja, wer, wer mich schon ein bisschen kennt, weiß, dass Klimmzüge auf jeden Fall nicht meine Stärke ist. Naja, gestern auf jeden Fall die Challenge, er muss das Gewicht, was ich nehme, plus 5 Kilo und davon dann 5 Wiederholungen mehr machen. Ich hoffe, das ist richtig. Auf jeden Fall habe ich mit 5 Kilo gemacht und dann, glaube ich, 14 Wiederholungen oder 13. Und er hat dann mit 10 Kilo halt 18 gemacht. Komm, Loki, zieh! Komm, komm, komm! Da geht noch einer!
Komm, Luki, komm, Luki. Zieh. Das war der 13, aber also wenn der zählt, ne? Ich hab's auf Video, das Kind war gut auf. Ja. Ja, cool, aber. Jetzt. Ja. Ja, cool, aber. Jetzt komm mal. Mein Gott. Die sollen doch keine Doktorarbeit ausmachen. Das war ja schon. Du musst 5 mehr machen, ne? Du musst jetzt 18 machen. 18 mit 10 Kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boah, das schaut gut aus. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Na, also habe ich wieder verloren. Naja, egal. Also eigentlich war gestern Beintag. Und das merke ich heute wie Sau. Wirklich, jeder Schritt tut weh. Dann ein kleines Update zu meiner Überlegung, am Wochenende zu kämpfen. Ich habe gestern mit Basti gesprochen und auch mit meinem Dad. Und wir sind dahinter gekommen, dass es Unsinn wäre, jetzt schon zu kämpfen. Also ich hatte es tatsächlich vor, weil es ist wie gesagt ein richtig wichtiger Kampftag und es wird sehr, sehr hart gegen Leipzig. Und ich will halt natürlich eigentlich mein Team unterstützen, aber mir ist auch aufgefallen, dass es einfach dumm ist, weißt du? Ich stand gestern auf der Judomatte und habe Randori gemacht, aber halt immer noch nur wieder mit kleineren, mit leichteren. Und sobald da jemand kommt, der irgendwie meine Gewichtsklasse ist oder irgendwie, ja, halt einfach ein starker Kämpfer ist, scheiße ich mir ein bisschen ein und ich habe noch nicht wieder dieses ganze Vertrauen und auch wenn die Woche in Porridge richtig gut lief, ein Wettkampf ist einfach nochmal was anderes und das nächste Turnier, das nächste Einzelturnier, worauf es wirklich ankommt, ist halt erst in ungefähr 2 Monaten. Das heißt, ich habe nochmal echt ewig Zeit, zurück auf ein gutes Level zu kommen und jetzt dieser Bundesliga-Kampf wäre einfach komplett überstürzt. Es ist gut möglich, dass nichts passiert, aber wenn es halt passiert, ist die Kacke am Dampfen. Das will ich nicht eingehen. Das Risiko will ich nicht eingehen. Ich kann das jetzt in diesem Video sagen, weil es erst am Sonntag mal rauskommt. Aber ich werde es die Leipziger und den Peter auf jeden Fall nicht wissen lassen, dass ich nicht kämpfe. Die sollen ruhig mal denken, dass ich kämpfe. Ich werde auch Gewicht machen, trotzdem, um wirklich bis zur Waage den Anschein zu wahren, dass ich kämpfen kann. Um die so ein bisschen zu beeinflussen, wen die aufstellen und so. Es sind so kleine taktische Spielchen, die auf jeden Fall in der Bundesliga dazugehören. Aber ich werde nicht kämpfen. Und das führt auch dazu, dass ich jetzt diese Woche halt viel härter trainieren kann, als ich es tun könnte, wenn ich Bundesliga gekämpft habe. Das heißt, ich kann vollen Profit aus dieser Woche schlagen, muss nicht irgendwie zurückhalten. Okay Leute, kurzer Zeitsprung. Wie ihr seht, habe ich schon mal meinen Schwitzanzug angezogen. Das letzte Wort wird gleich der liebe Felix Döge haben, zukünftiger Football-Topstar, da bin ich mir sicher. Ich werde jetzt gleich ein paar Kilo für die Bundesliga abnehmen und mich dann nach Abensberg bewegen. Wird auf jeden Fall ein spannender Kampftag heute. Mal gucken, ob wir es einen großen Schritt ins Finale schaffen oder ob wir weiter zittern müssen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Dann seht ihr nämlich, wie wir uns bei der Bundesliga geschlagen haben. Also, schönes Wochenende. Felix, dein Part. Was geht ab, Leute? Felix hier. Offensive Lineman bei Raven Gap High School. Ich bin hier mit dem Lukas. Absolute Judo-Legende. Und ja, wir sind hier hart am Worken. Summer Grind. Bleibt an deinen Zielen dran. Felix out.